Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardom, zu einem neuen, zu einem letzten Sonntags-Adventskalender-Map, wie du. Vielleicht erkennt ihr es schon. Wenn nicht, sage ich es euch. Wir sind hier auf einer Map, die Arcadia Bay darstellen soll. Und hier die Schule aus Life is Strange. Wir spielen hier Swimmingpool. Hier war die Schule. Hier war die Black. Wie hieß nochmal? Scheiße. Erst vergessen hier die Akademie in Life is Strange. Principal Rares. Hier war sein Büro. Ach ja, Life is Strange in Minecraft. Kommt man Roleplay-mäßiges nachspielen hier. Läuft, glaube ich, gerade noch auf meinem Art Class 102. Läuft, glaube ich, gerade noch auf meinem Kanal. Hier fängt das an, Chloe. Im Unterricht macht auf. Meine Uhr ist zwar gerade hier nicht da, aber hier steht der Lehrer, macht seinen Unterricht. Aha. So Räume dargestellt, die es hier nicht gibt im Spiel. Na, du bist weitergedacht. Die Schule. Geht's noch hoch? Ist ja großartig. Eine ganz Schule. Ist ja. Ich muss da. Wenn das so ist, ich muss da mal. Dann müssen wir mal. Da muss ich mir mal Mordi mit dazu holen. Das ist momentan noch Singleplayer. Vielleicht können wir das irgendwie machen. Muss mir mehr Leute dazu holen als Mordi und so. Okay, die Chemieklasse. Ich ist scheinbar auch jetzt, hat sich jemand wirklich richtig Mühe gegeben. Nicht nur die ganze Schule, nicht nur das ganze, die Dormitories hier, die auch wirklich alles, also die ganze Stadt, also das Diner und so weiter, was man auch noch alles machen kann. Hier der Feueralarm. Ist das nice. Ist das nice. Die Blackwater Akademie. Es gibt, glaube ich, sogar Skins für die verschiedenen Schüler. Das ist, dass man da mal, dass man Chloe, Max und so und Nathan und so spielen kann. Und natürlich der richtige Kleid selber hier. Verschiedene Spinde. Sag nicht, es gibt ja auch noch den Pool. Es gibt den Pool. Muss man natürlich jetzt auch noch. Man kann sogar bauen. Cool. Muss man jetzt natürlich auch noch hier die Party hier, die Votix Club Party hier einrichten, hier mit den Scheinrichter. Man kann so vieles machen hier. Oh Leute, ich feier diese Map. Ist noch umbauen hier für die. Ich habe Bock auf ein Roleplay-Projekt. Life is Strange in Minecraft nachspielen. Im Sportfeld, dass man könnte so sein, die eigene, meine eigene Geschichte in Life is Strange. Ich bin Schüler auf der Blackwood Academy und laufe den Charakteren aus Life is Strange über den Weg. Ja, wir kennen es alle hier, der Parkplatz hier, die Geschichte hier. Jetzt zu den Dormitories. Hier wohnen, ich will euch nicht spoilern. Kapitel 2 in Life is Strange Episode 2 am Ende. Ihr wisst, was ich meine. Oh Mann.
Hier ist es auf der Treppe hier, die hier Sprinkleranlagen hier anmachen. Jetzt hinein. Ist nicht ganz so wie in Life Strange, aber ein bisschen umgebaut. Alter Schwede! Wenn da noch nicht mein Life is Strange Let's Play gesehen habt, schaut euch das unbedingt mal an. Man's Dormitory, Woman War Dormitory. It's all good in the woods. Verschiedene Zimmer hier. The Prescott's Tool is down. Hier ist das Zimmer von Nathan Prescott. Leute. Fanboy-Moment. Schau was. Alter Schwede. Exit. Woman Dormitories. Taylor is a slave. Und das hier nicht hier, die von... Haben wir irgendwo eine Karte? Hier war eine Karte auf dem Spiel. Wer wohnt? Bathrooms. Ich habe die Schaumers, da passiert einiges im Spiel. In der Dusche. Oh Mann. Ah, hier, das ist hier. Das ist hier Kates Zimmer. Max. Max Cloverfield. Das Zimmer in das Panorama an der Wand. Zimmerpflanze. Pflanzi. Der Laptop hier. Hier müsste eine Gitarre stehen. Dieser Part wird wahrscheinlich eine Stunde gehen, wie ich mich kenne. Die werden ein bisschen gucken, dass ich was schneide, aber... Wow! Hier raus. Ich bin zu Hause, Leute. Hier wohnt Director Wells. Ich finde mal Leute, müsst ihr nicht das. Es ist irgendwie mal 10, 20 Leute mal sammeln. Dass man das. Ich weiß nicht, ob man den Server, ob man das zu einem Server, ob man die Map auf Multiplayer stellen kann, dass man da irgendwie. Es wäre zu krass. Da können wir wirklich die Straße runter, können wir. Da drüben ist der Parkplatz. Auf dem ist auch etliches passiert. Bei Life is Strange Teilen. Also es gibt mehrere, bei hier Arcadia Bay. Wenn es das mal nicht ist. Hier der Wal hier. Ganz genau hier. Du wärst deiner. Mal essen, bitte.
Boah, man, jetzt kannst du halt wirklich, kannst du hier nochmal einmal die Joyce hier nochmal. Könntest halt wirklich so viel spielen hier, wenn du das hinbekommen würdest. Wahrscheinlich ab einer bestimmten Anzahl von Usern wird das vielleicht auch irgendwie online nicht möglich sein, aber meinem Kopf gerade berühmte Startsequenz. Ist mir echt dumm hoch. Fällt nur noch der Tornado, der Strom. Ja, ja gut, jetzt hier fehlt natürlich der Weitblick, da muss man jetzt hier natürlich die View höher stellen, damit man hier eine schöne Aussicht hat. Okay. Aussicht ist natürlich jetzt hier nicht so wirklich drin. Wenn man hier Leitung reinbauen würde, kann man ja auch in den Leuchtturm rein. Der Wahnsinn. Richtiges Wetter. Danke, Spiel. Immer noch ein Orkan. Tornado. Kann man wirklich runterspazieren und so weiter. Das ist halt. Man könnte so viel machen. Ein Lob an den Hersteller. Strand lang. Der Schrottplatz. Holy shit. Der Schrottplatz. Ach du liebe Güte. Zu die Schienen. Ich gehe kaputt. Mit welcher Liebe zum Detail das hier gemacht wurde. Hier noch die Lok. Und wegen Life is Strange Before the Storm. Ich noch draufsetzen auf den Hangar. Auf den Hänger. Kann man nicht, aber. Holy crap. Glaube, das hier ist ein bisschen an der falschen Stelle, aber okay. Das war direkt am Schrottplatz. Schienen umstellen hier hoch. Was drum? Da kommt, damit die dazu kommt. Dazu kommt. Was tun? Das hier runterrollen. Das Haus von Chloe werde ich hier nie finden. Eines von vielen. Kann hier wahrscheinlich wirklich in jedes Haus rein. Der Wahnsinn. Achtung Spoiler zum. Achtung Spoiler für Life is Strange Charter Spoiler. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Die Scheune hier.
Ah ja, genau, das ist Achtung, harter Spoiler. Der Darkroom. Er ist auch hier. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch spoilern. Hier der. Das ist hier, wo der Lehrer die Max fotografiert. Perverse Fotografie von Max Bloomfield, wo sie hier betäubt, hier unter Drogen gesetzt, hier. Holy shit. Er hat das ja schon entwickelt, und das war, wenn es irgendwie mal ein Community-Server gäbe. Scheiß auf GTA-Roleplay, scheiß auf alles das. Wir machen hier Life is Strange Roleplay in Minecraft. Ich bin dabei. Vielleicht hört mich ja jemand, der das, vielleicht hört jemand, sieht diesen Part hier, der die Ressourcen dafür hätte. Die Map gibt es zum Download, dass man die auf den Server drauf packt und da kann man wirklich literally in jedes Haus dort rein. Man könnte hier, hier gibt es einen Sportplatz, wo man drauf bringt, könnt ihr wirklich so Alternativuniversum, könnt ihr wirklich das Zentrum des Geschehens, natürlich die Schule hier. Oh, die Moni. In meinem Kopf, ich kann nicht alle Ideen aussprechen, die ist hier im Kopf hier gerade, was man hier so, das, was man, die Geschichten, die hier geschrieben werden könnten. Jahrelange Arbeit könnte hier reinfließen. Und auch die Schule hat hier mehrere Etagen, ganz halt hier wirklich. Ich war in der Parallelklasse hier. Ich war hier oben, im Klassenzimmer. Ich habe die Architektur gelernt. Schwede. Das ist nicht wahr? Ich bin verliebt. Wartet, bis ich die Herr der Ringe Map finde. Wartet ab. Gibt es bestimmt eine. Eine ganze Mittelerde auf einer Map. Jetzt muss ich nachgucken, nach diesem Video. Jetzt muss ich nachgucken. Heilige Scheiße. Ja, ich mache noch mal hier. Wundervoll. So, na dann. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen angenehmen fristigen Tag. Haut drinne. Man sieht sich morgen zu einem weiteren gewöhnlichen Adventskalender natürlich wieder. Bis dahin, Roterinner. Bis dann, oder ciao. Umwerfend.